Hallo und herzlich willkommen zur Weiterbildung Certified Data Scientist. Mein Name ist Thomas Mellmann und ich bin Professor für Finanzwirtschaft. Ich werde dich durch diese Weiterbildung begleiten. Ich beschäftige mich seit den 2000ern mit der angewandten Datenanalyse und in den letzten Jahren in allererster Linie mit Big Data Science und Machine Learning Technologien. Das Ergebnis hiervon sind zahlreiche Praxisprojekte, vor allem im Kontext von finanzwirtschaftlichen Anwendungen, aber auch wissenschaftliche Veröffentlichungen und Konferenzvorträge auf internationalen Konferenzen. Zudem unterrichte ich seit 2008 Studenten im Bereich der Datenanalyse, insbesondere in den letzten Jahren vornehmlich mit Python. Spannend an einer Weiterbildung zum Certified Data Scientist ist insbesondere der Umstand, dass Data Scientist häufig auf vielen Portalen als der Zukunftsjob Nummer 1 genannt wird. Zudem bietet Data Scientist dir eine große Jobauswahl und du bekommst ein überdurchschnittliches Gehalt. Zudem bietet dir Data Science die Möglichkeit, die interessantesten Fragestellungen der Welt mit Daten beantworten zu können. Als Konsequenz hieraus hat zum Beispiel das Harvard Business Review Data Science als den sexiest Job des 21. Jahrhunderts bezeichnet. In dieser Weiterbildung decken wir die wichtigsten Python Data Science Bibliotheken ab. Das sind NumPy, Pandas, Matplotlib und Scikit-Learn. Lass uns zunächst einen kurzen Blick auf die Kursstruktur und die wesentlichen Kursinhalte werfen. Wir starten mit einem Python-Crash-Kurs. Dieser Kurs ist adressiert an Teilnehmer ohne jegliche Programmiererfahrung. Wir werden daher zunächst in die wesentlichen Elemente der objektorientierten Programmierung mit Python einführen. Danach schauen wir auf NumPy, einer wissenschaftlichen Bibliothek, um mit Datenfeldern arbeiten zu können. Im Anschluss beschäftigen wir uns mit Pandas, eine super Bibliothek für die Datenanalyse. Diese erlaubt es uns zum Beispiel, Daten aus verschiedenen Quellen und in unterschiedlichen Formaten, wie zum Beispiel CSV, HTML oder Excel, zu lesen und auch zu bearbeiten. In jedem Kapitel bekommst du ein Quiz und Aufgaben bzw. ein Projekt, um das erlernte Wissen zu vertiefen und anzuwenden. Dazu stellen wir Fragen zu echten Datensätzen, die wir auch gemeinsam mit einer kompletten Lösung durchgehen werden. Zum Abschluss des ersten Teils der Weiterbildung beschäftigen wir uns mit Basisfunktionalität der Datenvisualisierung mit der Bibliothek Matplotlib. Danach schauen wir uns statistische Diagramme mit einer schönen Visualisierung durch die Bibliothek Seaborn an. Im zweiten Teil der Weiterbildung beschäftigen wir uns mit Machine Learning Algorithmen. Wir verwenden hierzu die Bibliothek Scikit-Learn. Diese Algorithmen sind zum Beispiel lineare Modelle, die logistische Regression, Entscheidungsbäume, Random Forest, unüberwachte Clustering-Algorithmen, Natural Language Processing und vieles mehr. Die Weiterbildung schließt mit einem Capstone-Projekt mit echten Daten, anhand dessen du dein erlerntes Wissen eigenständig präsentieren und anwenden kannst. Dieses Projekt bildet den ersten Baustein in deinem zukünftigen Machine Learning-Projektportfolio.